Hallo Hedwig, hallo Rike, herzlich willkommen zum Zimmerduell. Hallo. Hallo. Wer von euch beiden ist denn erster am Buffet? Das ist leider kein Punkt. Ach, ihr könnt dann immer mal schauen. Rike sagt beide. Wir sind beide die Letzten. Okay. Beide. Ich habe beide gesagt, ja. Aha. Ja. Wir sind immer die Letzten. Vielleicht. Ich möchte es gerne, ja. Zweite Frage. Wer von euch beiden hat mehr Handschuhe im Spind? Torwarthandschuhe. Leider nein. Ihr sagt beide. Wie viele habt ihr denn? Also bei mir sind es 5, glaube ich, gerade. Oh, ich habe ja nur 3 hier. Okay, vielleicht bei der nächsten Frage. Wer von euch beiden isst denn mehr Süßigkeiten? Leider wieder kein Punkt. Was? So gemacht. Isst du viel? Nein, du? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Nächste Frage. Wer von euch beiden kann höher springen? Leider wieder kein Punkt. Okay. Vielleicht bei der nächsten Frage. Ja. Wer von euch beiden steht denn früher auf? Das ist euer erster Punkt. Glückwunsch! Ja. Also es ist nicht, dass ich spät aufstehe, aber Hedwig ist wirklich früh. Wer von euch beiden ist denn häufiger im Kraftraum? Ah, leider kein Punkt. Was ist häufiger? Häufiger. Öfter? Öfter. Was ist das? More in the gym? Oh nein, das ist mich. Ah, ich weiß nicht. Okay. Wer von euch beiden hält eher einen Elfmeter? Die Frage ist fies. Das ist eine gemeine Frage. Das ist gemein. Beide, das ist euer zweiter Punkt. Glückwunsch. Gut. Sehr gut. Wer von euch beiden zahlt denn häufiger Strafen in die Mannschaftskasse? Oh, das ging schnell. Das ging schnell, liebe Rieke. Ja, euer dritter Punkt. Ja, ist das so, Hedwig? Ja, Rieke ist sehr perfekt. Ich bin nicht perfekt. Okay. Wer von euch beiden ist denn häufiger bei der Behandlung? Das ist euer vierter Punkt. Es tut aber auch gut, oder Hedwig? Ja. Ja. Machen einen super Job. Ja. Wer von euch beiden ist denn morgens schlechter gelaunt? Leider kein Punkt. Hedwig sagt beide. Ja. Aber kein, ich denke. Ja, es sind beide nicht so richtig, aber. Ja, ich hätte auch so machen müssen. Okay. Sagst du dich schon? Ja, ich habe nicht gesagt. Wer von euch beiden hängt denn häufiger am Handy? Punkt für euch, der fünfte Punkt. Beide viel oder beide wenig? Manchmal viel, manchmal wenig. Du eher morgens, ich eher abends, oder? Ja. Ja. Hält sich die Waage. Ja. Wer von euch beiden hat denn den besseren Humor? Ja, Hedwig, wenn du bei deiner ersten geblieben wärst, hättet ihr jetzt einen Punkt. Drei Fragen noch. Wer von euch beiden kennt sich denn besser in Wolfsburg aus? Who's the better local? Oh. Nein. Wenn du wieder bei der ersten geblieben wärst, liebe Hedwig, dann hättet ihr jetzt... Warum bist du immer neutral? Wir sind beide neu. Wir sind, also wir, aber du bist deutsch. Ich bin schwedisch. Ich habe einen schlechten Orientierungssinn. Oh, okay. Ja, ich bin froh, dass ich das finde. Okay, vorletzte Frage. Wer von euch beiden ist früher in der Kabine vor dem Training? Nein. Ah, Punkt für euch. Sechster Punkt. Wann bist du denn immer da, Rike? Ja, so eine Stunde, ja, nicht ganz eine Stunde. Ja. Vielleicht so 50 Minuten vorher. Sehr gut. Und wer von euch beiden, letzte Frage, ist die bessere Autofahrerin? Selbstbewusst, Rike, aber leider kein Punkt. Ah! Hast du das so gemacht? Ja, beide gleich gut. Du fährst so selten.
Ich nehme dich mal mit. Das ist richtig. Das war schon die letzte Frage. Aber vielen Dank für eure Zeit. Sehr gut. Ja, ich auch.